Okay, Leute, The Void Doctor is back. Zurück zu Let's Play Summon Knight 2. So, gucken wir mal, was unsere Handwerksritterin hier macht. Okay, wir versuchen nochmal gegen das Viech anzutreten. Genau, wir können ja hier einmal so einen Probekampf immer machen mit dem Knilch. Oh, der ist ja schon kräftiger als gedacht hier. Autsch. Dann probieren wir mal das hier aus. Na, hat das irgendeine Wirkung? Oh, nicht so wie gesagt, ja. Mist. Ja, genau, hier. Ah, je. Ich glaube, ich sollte das hier mal lieber verwenden. Bevor ich wieder meine... Ach, ja... So, und jetzt machen wir gleich viel mehr Schaden. Nehmen weniger Schaden. Los, komm. Besiegt. So. Mal ein bisschen zwischendurch. Beim nächsten Mal werden wir wahrscheinlich wieder vermöbeln, weil das Viech jetzt noch stärker geworden ist. Aber lassen wir das mal. Ja. Sieg für uns. Ach ja. Und wir haben nicht viel Böcke dazu bekommen, aber hey. Wir müssen diesem Viech mal zeigen, wo der Hammer hängt. Das war seine Best. Oh, schade. Hoffentlich wird er nochmal stärker irgendwann später. Ich hoffe nicht, dass das wirklich sein Bestes war. Ah ja, der hat wieder mal Klischees ausgespuckt. Nun, den kleinen Kram habe ich anscheinend doch schon erledigt. Zumindest an diesem Tag. Alles, was ich jetzt also machen kann, ist zurück nach Hause. Und ein paar Waffen reparieren, schmieden und... Oh, ups, die Story hat uns gerade eingeholt. Willkommen zurück. Yep. Die Story hat uns eingefangen. Wir haben die zweite Demo und Klinge gefunden. Ah, ich habe gehört, dass ihr Lynn mit euch genommen habt. Hä? Hat das was mit... Oh nein, kommt, Leute, das Kapitel ist abgeschlossen. Wie viel... Wie lange wollt ihr noch darauf herumreiten? Die wollen wirklich nicht damit aufhören. Die wollen das noch 10 Minuten lang weiter so machen. Genau. Lasst ihr mich gefälligst endlich in Ruhe? Ja, was ist mit denen los? Ihr sollt mal ihre Schreiber verprügeln, damit sie einen besseren Dialog kriegen. Nein, jetzt sag's mir. Sag es uns. Ich will es wissen. Was, seid ihr plötzlich alle zu Kleinkindern geworden, oder was? Oh, okay, Deiner, sag du das. Ich will damit nichts mehr zu tun haben. Es war schon peinlich genug, dass die erste Zeit. Ich will wirklich diese Erfahrung nicht nochmal mitmachen müssen. Ach komm, Deiner, hilf mir hier. Und es ist wieder dunkel. Ach ja. Jetzt gehört es mir und das ist alles, was zählt. Mann, bin ich froh. Ich habe ja eigentlich erwartet von dem Spiel, dass es mich zwingt, die ganze Geschichte nochmal nachzuerzählen, aber anscheinend haben sie die Schreiberlinge endlich Gnade gezeigt. Oh, ja genau. Schieben wir es einfach unter das Bett zu der anderen Dämonenklinge. 1A Versteck. So. Ja, ja. Dämonenklinge, Romantik und überlebt. Und wir haben Tatianas Kocherei überlebt. Und dieser komische Tomei-Guy... Ah ja, dieser Tomei-Knilch, der rennt hier auch noch rum und erzählt Nonsens. Na, jetzt noch einen kurzen Spaziergang und Nacht die Nacht. Oh, die Liste von Leuten, die wir uns angucken können, werden immer länger. Okay, gehen wir mal das der Reihe nach durch. Orin, warum? Gabriel, nee. Nee, die hat uns schon genug vergiftet. Bloß nicht, nein. Bleiben wir hier. Ah ja. Ah, keine Angst. Ich habe vorsichtshalber ein Safe State gemacht für mein Bonus-Video am Ende, wo wir uns mal angucken, was die alle zu sagen hatten, die anderen Leute. Aber in der normalen Story gehen wir mit unserer Partnerin. Ah ja. Hey Ariel. Ziemlich langer Tag heute. Du solltest dir ein bisschen ausruhen, ein bisschen Dings da. Geh schlafen. Oh. Oh, danke. Unerwartet.
Oh, wenn du nur etwas sexier sein müsstest, jetzt fang du dich auch noch an. Sorry, dass ich nicht so eine tolle Frau bin wie Lynn, ja? Du warst auch keine große Hilfe. Was? Sagst du, dass es mein Fehler war? Naja, wenn du gefragt hättest. Vielleicht was? Du bist zu unhöflich. Wenn ich gefragt worden wäre, natürlich hätte er mich hier durchgelassen. Aber warum hast du nicht gefragt? Ich wollte nicht. Was? Wie du wagst es und du kennst und du nennst dich selbst ein Guardian Beast. Oh, es tut mir so leid. Ja, mir tut's auch leid. Oh nein, es ist nicht dein Fehler. Es ist die andere. Nein, nein, wirklich. Wenn ich irgendwas da getan hätte, dann wäre das vielleicht alles anders geworden. Und weniger blöd und so weiter. Aber du solltest nicht so wütend werden. Das ist schlecht für deinen Blutdruck. Oh, ich bin nicht so wütend. Oh, danke, Meister Ariel. Du bist so nett. Ich mag wirklich den Weg, wie du... Oh Gott. Ich muss es dir nur einmal sagen. Mir was sagen. Verdammt. Du hast gerade gesagt, dass du nicht wütend wärst. Was ist dein Problem? Ich habe den Upalin-Stein gefunden, also hast du die Dämonenklinge dank mir bekommen. Solltest mir dankbar sein. Wir brauchten diesen blöden Stein nicht mal. Das war bloß eine blöde Lüge. Ach, egal, du gewinnst. Okay, gut. Das ist jetzt hoffentlich hinter uns. Wir können mit anderen Blödsinn weitermachen. Los jetzt, wir sind auf der Spur der dritten Dämonenklinge. Wir sind halbwegs dabei, Gauda wieder zu versiegeln. Naja, dann hoffen wir mal, dass wir nicht in noch mehr riesige Monster reinrennen. Denke dran, du hast mich zu beschützen. Yep, werde mein Bestes tun. Ich werde dich beschützen, deiner. Das habe ich nicht. Du musst aber auch ein gutes Guardian Beast sein und mich auch beschützen. Kravum. Was war das? Hört sich an wie eine Explosion. Ah ja, neuer Tag, neues Monster. Oh ja. Hey, geht's dir gut? Ich hab dieses komische Gefühl, aber ich kann's nicht beschreiben. Ist irgendwas mit Godzilla passiert? Oh, was ist das für ein Alarm? Er kommt von den Dämonenklingen unter meinem Bett. Irgendwas komisches passiert zu ihnen. Könnte das Gura sein? Oh, ich denke, es ist wieder vorbei. Unglaublich, was ist gerade passiert? Ich weiß nicht, aber wir sollten uns mal das Tor ansehen. Jupp, gute Idee. Oder wir ruhen uns nochmal aus. Haha, das musste mal sein. Und kurz speichern. So, weiter geht's. So, Gauda kann warten. Jetzt müssen wir erstmal unsere Sachen reparieren. Dann gucken wir mal, ob wir irgendwas Neues basteln können. Ein Schwert. Lichtmetall, Sandstein, Erz. Versuchen wir das hier mal. Zusammen mit einer Vortex-Klaue. Von denen haben wir ja zwei. Oh. Ah ja, stimmt. Upgraden. Gucken wir mal, was daraus geworden ist. Ein Sandsäbel? Okay, können wir den Sandsäbel upgraden? Ja, ziemlich schwer. Und wie das aussieht, ja. Haben wir jetzt das Riesenschwert aus Final Fantasy 7 gemacht oder was? Na, egal. Okay. Können wir vielleicht noch was da drauf hauen? Okay. Hauen wir einfach mal so viel rein wie nur möglich. Mit Handwerksritter hier sich mal bling. Oh, wow. Jetzt haut das Ding für ein Schwert richtig rein. Ist eigentlich immer noch saumäßig langsam, aber nicht, zumindest nicht so langsam wie unsere Super Hacks hier. Machen wir mal weiter. Jetzt können wir nämlich das hier auseinandernehmen und was Neues draus machen. Eine schwere Klinge. Mal sehen, jetzt muss ich mal aufpassen hier. Wir können ja irgendwas auseinandernehmen. Und zwar unsere Axt. Wir versuchen jetzt mal eine bessere Axt zu machen. Und einen besseren Speer. So, das war's. Create.
meine Axt. Stronger than Steel. Oder eine Tiefseekrabbe. Machen wir mal das hier. Und schauen mal, was daraus wird. Sieht ein bisschen langweilig aus. Oh, oh. 66. Das ist ja schon mal kräftiger als gedacht. Wow, die Design ist auch wow. Kräftig bis zum geht nicht mehr, aber auch super langsam. Gucken wir mal. Das brauchen wir am besten noch für unsere Speerexperimente. Naja, dazu brauchen wir erst einen höheren Rang. Powern wir mal unsere Super Axt wieder auf. Ah ja, genau. Okay, sie ist noch lange. Sie ist ein bisschen schneller geworden und unsere Angriffskraft ist jetzt unglaublich. Jetzt nehmen wir mal unseren Speer auseinander und versuchen es damit nochmal. So, Speer wird auseinandergenommen. Gucken wir mal, ob diese ganze Schmiederei uns dann auch einen höheren Rang beschwert. So, und jetzt erschaffen wir einen neuen Speer aus der Vortex-Krabbe. Schauen wir mal, was daraus wird aus unserem Experiment. Und was bekommen wir? Einen Vortex-Speer. Ah, na gut. Schauen wir mal. Sand Saber Speer. Gut. Eigentlich ist es ein bisschen langsam. Gucken wir mal, ob wir den Vortex-Speer hier nicht mit Sandstein ein bisschen schneller machen können. Nein, nee, können ihn nur stärker machen. Gut, aber wir haben ja noch jede Menge von diesem Erz, also können wir es auch verbrauchen. So, jetzt haben wir es noch kräftiger gemacht. So, jetzt können wir mal Schaden anrichten, wenn wir versehentlich den Speer benutzen. Sehr viel schneller sind wir übrigens nicht mehr. Alles verdammt langsame Waffen. Okay, 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 ja, ja, ich weiß. Die Klinge können wir entweder verkaufen oder für später nehmen. Aber jetzt versuchen wir mal, also unsere Klauen und unseren Drill anders zu machen. Dafür gibt es das gute alte Disassemble. So. Genau. Das Wort so benutze ich wahrscheinlich ziemlich oft. So. Disassemble. Standard. Gut, da ich jetzt ohnehin nur eine Erdensorte benutzen kann, spule ich mal vorher bis zu dem Punkt, wo ich die Waffen fertig habe. Und fertig. So, jetzt haben wir hier unsere Sand Knuckles und so ein Sandrotohr. Und beides abgegradet mit dem gleichen Metall, dass es ein bisschen stärker wird. Jetzt haben wir mal ein bisschen mehr Auswahl. Ich fürchte nur, der Sand Saber fällt ein bisschen flach. Wegen guter Verteidigung, allerdings die schwächste von allen Waffen, die ich jetzt hier habe. Und immer noch ziemlich langsam. Axt und Speer werden wahrscheinlich wieder dabei sein. Speer wegen Reichweite, Axt wegen Draufklappen und Verteidigung. Und falls es mal zum Nahkampf kommt, eine von denen hier nehme ich an. Schauen wir mal. Kurz eine super Reparatur, Chance. Und das reicht. Ja, wir sind immer noch berühmt. Jetzt machen wir unsere Waffen mal neu hier. Genau, Waffe Nummer 3 wird ausgetauscht gegen... Ja, was eigentlich? Naja, gut, nehmen wir mal... Sandsäbel. Ja, nee. Was ist jetzt besser? Sandsäbel ist die schwächste Angriffskraft überhaupt. Rotor. Ach, nehmen wir Sand Knuckles, dann sind wir zumindest ziemlich schnell. Für den Fall, dass wir mal weglaufen müssen. So. Und für den Fall, dass wir mal Fernangriff brauchen, der Vortex-Speer. Und zum für die Klopperei haben wir die Axt im Walde. Diesmal sind wir sogar nicht ganz so langsam, weil langsam haben wir unsere Agilität hoch genug, dass wir uns zumindest bewegen können, wenn wir das Ding in der Hand haben. Und leider haben wir nichts Besseres außer unser Hämatit-Dingsbums. Aber Support können wir eigentlich ändern, das ist jetzt eh leer.
wir wieder auf Heilung. Mit Astral Guard. Heartleaf Potion, das brauchen wir eigentlich noch nicht. Gucken wir mal irgendwas Neues, was wir benutzen können. Ach ja, genau. Für langanhaltende Kämpfe. Und das ist ein bisschen schwach geraten, da machen wir mal einen stärkeren. Hagelschauer. Ah ja, genau. Da wir gerade in einem Wasserdungeon waren, ist das vielleicht jetzt nützlich. So, das ist quasi für Extremfälle und wird danach ausgetauscht gegen irgendwas anderes. Aber die Sachen... Das war eigentlich Astral Guard nochmal. Ach so, nee, das brauchten wir auch höchstens für Endgegner. Sturmwind. Versuchen wir das mal. Kann ja nicht schaden. So. Gut, jetzt haben wir zwei Angriffszauber, einen Schutzzauber und einen Heilzauber. Und unsere Gegenstände bewahren wir mal auf für den Zeitpunkt, in dem wir sie wirklich brauchen. Jetzt mal dieses ganze Gekrösel speichern hier. Und danach geht's raus. Oh, Ariel, du hast es wieder nicht nach draußen geschafft. Naja, warum sollen wir uns das auch selbst angucken, wenn wir die Story machen können? Sieht aus, als wäre irgendwas passiert im Tor von Gura. Orin ist bereits losmarschiert und will sich das Ding ansehen. Ah, habe ich mir so gedacht. Oh, was ist mit Master Blair? Er war auch hier bis zu einem Moment, aber er fühlte sich ein bisschen müde, also ruht er sich oben aus. Geht's ihm gut? Ja, er sagt, es geht ihm gut. Das Beste, was wir tun können, ist hier zu bleiben und ruhig zu bleiben. Ich mache mir ein bisschen Sorgen, was Orin da hinten so macht. Ich werde auch mal gucken, was er tut. Ja, und dann gehen wir natürlich auch und gucken uns das an. Hör mal, was könnte das getan haben? Ah, das kommt alles von dem Tor. Wir müssen da hingehen. Also gut, wurden wir jetzt 3 oder 4 Mal gesagt, wir sollen da hingehen? Also einmal hätte ja eigentlich gereicht. Anscheinend haben die Schreiber gedacht, dass der Spieler blöde ist oder sowas. Da war irgendein großer Lärm aus in Richtung von diesem komischen Tor. Was geht da los? Beats me. Ich gehe mal einkaufen hier. Hey, welcome to my shop. Repellent. Oh gut, wir haben das gekriegt. Ja, wie man das macht, wissen wir. Aber nett, ich hatte ganz vergessen, dass man ab und zu Geschenke kriegt. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich gekriegt habe hier. Na, all dieses Zeug, das wir mal irgendwann brauchen könnten. Taucht hier nicht auf, ist es vielleicht eins von diesen... Nein, ich will jetzt keinen Wurm essen. Oder auch nicht. Ach, egal, machen wir mal weiter. Schauen wir mal, was wir hier machen können jetzt, wo es wieder ein Tag später ist. Ach so. Ja, das wäre eigentlich verdammt nützlich. Allerdings sind die Monster manchmal so hart drauf, dass man einen Angriff braucht. Ah ja, genau das. 20. Adamantium. Ah ja, Angriffskraft minus 10. Nee, danke, das brauchen wir wohl nicht. Feine Schuhe. Und Adamantium-Schuhe, die einen langsamer machen. Nee, danke, wir sind schon langsam genug. Aber was ist mit Diplo? Diplo wäre eigentlich ganz gar nicht schlecht. Aber dafür brauchen wir... Oh ja, toll. Toll, habe ich ganz vergessen. Wir brauchen noch Sandsteinerz und Poliersteine. Na egal, so groß ist der Unterschied nicht. Und das nächste ist ohnehin doof, also... Gibt's vielleicht irgendwas, was wir kaufen können hier? Nee. Wäre schön, wenn wir irgendwo Erz kaufen könnten, ansonsten wird sich das Geld bei mir einfach immer mehr ansammeln, selbst wenn wir nie irgendwas verkaufen. Nein, wir haben keine Fragen mehr. Okay, kümmern wir uns mal noch mehr hier. Hey, was hast du zu sagen? Oh, der komische Knilch, der hier rumwandert, ist auch zu dem Tor marschiert. Ja, und er hätte vielleicht was mit der Explosion zu tun. Ah, gut. I'll take it. Yay! Ja, genau, da sind noch andere Knilche, die irgendwelches komisches Zeug verkaufen. Aber die ignorieren wir jetzt mal. Ah, mach's gut. Komische Grabsteine. Und was geht's mir bei dir los? Ja, ich werde vorsichtig sein. So vorsichtig, wie man sein kann, wenn man bei 50 Millionen Monster pro Quadratmeter.
Und du hast schon wieder irgendwas vergessen. Aha. Und lass mich raten, die Frau sucht auch wieder ihre Katze hier. Ja, ja, wieder mal. Zumindest ist das leichter, als alles zu zerdeppern in den Dungeons. Vor allem in denen ich überhaupt nicht rein wollte. Oh, wow, das ging schnell. Tja, so soll es sein. Einen Tag vorher habe ich stundenlang gesucht und jetzt finde ich sofort. Ja. Komisch, dass der Kill knilch. Irre ich mich oder schenkt er uns immer das, was er verliert? Ja, ja, ich weiß, du brauchst noch ziemlich viele von den Dingern. Gut, jetzt besuchen wir mal ein paar Leute hier. Gucken mal gleichzeitig nebenbei, wo die Katze steckt. Ich denke, das reicht. Sowieso meistens draußen unterwegs. Hey, Leute. Oh, du willst den Ozean sehen. Toll. Ja, ja, ich weiß. Explosion, Tor. Ach ja. Katzenzeit. Na, ich quäle euch mal nicht mehr länger. Ich mache mal jetzt hier kurz Pause und schalte wieder ein, sobald wir die Katze haben. Und das ging ja schneller als erwartet. Hier sind wir schon wieder. Mit Katzen. Miaula? Miaula? Gefunden. So, Problem gelöst. Und wir kriegen ja wieder was. Juhu. Gut, jetzt haben wir den Stoß abgehandelt. Frisches Erz haben wir auch. Was fehlt noch? Na ja, genau. Ich habe noch dieses blöde Schwert, das ich nicht wirklich brauche. Dann besuche ich... Ey, haben wir dich schon angesprochen? Ah, ja, ja, genau. Zwei Dämonenklingen gefunden. Zwei müssen wir noch. So. Captain Gouda kann warten. Wir haben ja noch was wir schmieden müssen. Genau. So, du nutzloses, schwer klingendes Ding, du gehst auseinander. Und dann... Jetzt gucken wir mal, ob das Ding, das wir da gekauft haben, ob in ein Schwert... Ja, genau, können wir. Diffusion Device. Machen wir mal, was immer das war, und schmieden ein Schwert draus. Bling! Und jetzt haben wir was Neues. Was ist das? Was ist das? Ein Kettensägenschwert. Oh, wow! Das war unerwartet. Okay, das ist gut genug, dass wir es mit dem letzten, was wir haben, noch upgraden hier. Kettensägenschwert, du kriegst noch was drauf. Aber nicht ein bisschen stärker hier. Okay, gut. Alle Werte ein bisschen höher. Jo, und es macht einen nicht langsamer. Das heißt, man ist automatisch schneller. Okay, tut mir leid, Sand Knuckles, ihr müsst raus hier. Als neue Standardwaffe nehmen wir jetzt erstmal eine Zeit lang das Kettensägenschwert. Tut mir leid, ihr müsst raus. Wir nehmen das Kettensägenschwert. Hey, das ist sogar stärker als der Speer. Genau, und falls wir mal richtig draufhauen müssen, nehmen wir dann stattdessen die Axt im Walde. Da sind wir schnell und stark. Mit einem Kettensägenschwert. Ach, ich hau mich flach. Okay, du bist jetzt der neue Standard. Okay, das muss gleich für die Nachwelt gespeichert werden. Wir sehen uns auf dem Tor.